Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Börsentalk Hack und Wollerich in dieser Börsenwoche. Mein Name ist Christian Wollerich und wie man unschwer erkennen kann, auf der anderen Leitung mir zugeschaltet der Ramon Hack. Hallo Ramon, schön dich zu sehen. Hallo Christian. Wir haben durchaus ein spannendes Themenangebot heute zusammengestellt und ich würde direkt dir mal die Frage stellen an diesem Punkt, worüber wollen wir uns in den nächsten Minuten unterhalten und was hast du uns mitgebracht? Ich wollte eben spontan sagen, ist einiges passiert, obwohl gar nicht so viel passiert ist. Aber wir gucken mal, weil ein bisschen was, als ich so runtergescrollt habe durch die Themen, ist ja schon vorgefallen. Also erstmal ein kurzes Update. Wir haben letzte Woche über das Thema DAX fällt um mehr als 2% vom Hoch gesprochen. Dieses Schicksal hat dann jetzt in der letzten Woche auch den S&P 500 ereilt. Das schauen wir uns kurz nochmal an. Ansonsten haben wir auch schon mal die Vorausschau getroffen, was steht denn so bevor, also die Black Week rund um Thanksgiving, da müssten wir auch noch mal drauf schauen, also definitiv, das ist vielleicht sogar das Hauptthema heute, wie die Märkte neigen oder wozu die Märkte rund um diesen US-Feiertag neigen und ansonsten zum Thema nicht so viel passiert, doch es ist was passiert, nämlich der S&P 500 hat seit unserem letzten Talk die 6.000-Punkte-Marke mal kurz überschritten. Und das hatte ich mal zum Anlass genommen, um zu schauen, wie ging es denn in der Vergangenheit weiter, wenn solche runden, psychologisch wichtigen Marken überschritten wurden. Okay, also quasi eine Vorbereitung auf die 7.000er-Marke und auf die zukünftigen Folgen, die wir hoffentlich hier noch produzieren werden. Ramon, ich würde sagen, ein guter Mix an Themen für all diejenigen, die ein bisschen über den Tellerrand gerne hinausschauen und sich auch mit Statistiken beziehungsweise auch mit Saisonalitäten hier näher beschäftigen. Und wie immer direkt zu Beginn auch hier der sogenannte Risiko- und Warnhinweis. Auch an dieser Stelle bitten wir um Beachtung und die Berücksichtigungen an diesem Punkt. Investitionen in Finanzinstrumente bergen Verlustrisiken. Wir machen hier keine Anlageberatung. Die Äußerungen, die wir hier tätigen, sind unsere eigenen Meinungen und stellen nicht die Meinung der Bank dar an der Stelle. Und Einzelwerte können starken Kursschwankungen unterliegen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Wir hoffen, dass wir unserer Pflicht hierbei jetzt nachgekommen sind. Und für wen es zu schnell war, der konnte sicherlich kurz die Pausentaste drücken. Und wie du gerade auch eingangs erwähnt hast, da haben wir einiges heute, was wir besprechen wollen. Und starten wollen wir mit dem kurzen Rückblick auf die vergangene Folge. Da hast du das Thema Kursrückgang über 2% vom Hoch ja auf das Thema DAX angesprochen. Und wie du eben gerade vor wenigen Sekunden auch gesagt hast, es ist auch ein Signal auch im S&P 500 entstanden. Was gibt es hier als Update Näheres zu berichten? Wo ist der Fokus aus deiner Perspektive? Also ich wiederhole es jetzt visuell nicht nochmal für den DAX. Das kann man sich ja auf YouTube in unserer letzten Folge anschauen. Aber es geht ja darum, dass die Idee war zu sagen, okay, wir sind auf relativ hohem Niveau. Aber wenn wir auf diesem hohen Niveau zurückkommen, um eine bestimmte Prozentgröße, ich habe jetzt hier 2% gewählt, dann könnte doch die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass wir erneut ein neues Hoch sehen. Ja, also dass es nicht zu einer sich fortsetzenden Abwärtsbewegung kommt. Und das habe ich auch mal für den S&P 500 angeschaut, logischerweise aus gegebenem Anlass. Und das zeige ich hier mal, denn da ist in jüngerer Vergangenheit ja schon ein Signal da gewesen. Man sieht das hier so ein bisschen an dem blauen Pfeil. Ja, da kamen wir schon mal vom vorherigen Hoch 2% zurück, sind dann wieder auf ein neues Hoch gegangen nach der US-Wahl. Und das war Anlass genug, um hier auszusteigen. Aber jetzt, nachdem wir hier dieses Hoch von 6.017 Punkten ungefähr erreicht haben, sind wir wieder um mehr als 2% gefallen. Ja? Und wir sind auf hohem Niveau. Hohem Niveau heißt, wir sind hier über dieser blauen Linie. Das ist ein 200-Tage-Durchschnitt plus 3% Pufferzone. Und das ist jetzt hier wieder auch der Grund, um einzusteigen in dieser Strategie. Und zu jeder guten Strategie gehören natürlich neben den Einstiegssignalen auch die Ausstiegssignale. Und das haben wir hier beim vorherigen Signal gesehen. Also das alte Hoch ist quasi dann das Ziel, das Ausstiegssignal. Das liegt bei 6.017,31 Punkten. Und nach unten hin
gibt es eine Reißleine, die ziemlich weit weg ist. Das ist hier diese untere rote Linie. Also du siehst, hier geht es jetzt nicht um Chance-Risiko-Verhältnisse, ja, denn die sind natürlich nicht optimal, aber es geht darum, zu schauen, wie hat sich denn insgesamt in der Vergangenheit entwickelt, zum Beispiel hinsichtlich Trefferquote und vor allem hinsichtlich der Entwicklung der Kapitalkurve. Und auch das will ich dir mal zeigen, oder will es allen zeigen, seit 1950 im S&P 500. Das, was man hier oben auf der rechten Seite sieht, ist die Entwicklung der Kapitalkurve. Und auf der linken Seite sieht man die Trefferquote von fast 86%, also richtig, richtig hoch. Seit 1950 206 solcher Ereignisse gehabt und 177 davon positiv abgeschlossen. Also nicht so schlecht die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein neues Hoch nochmal sehen werden. Also irgendwann werden wir es sowieso sehen, aber ein neues Hoch sehen werden, bevor auch diese untere Reißleine da gerissen wird. Amon, ein kurzer Gedankengang vielleicht aus einer anderen Perspektive. Wir sehen hier 206 Handelssignal haben sich seit 1900, was ist es? 50 gebildet. Wenn du beim nächsten Mal uns ein Update mitbringst, dann lass doch mal die Verlusttrades mal andersrum betrachten. Und zwar, was wäre das, wenn das ein Short-Signal wäre? Auch wenn wir jetzt nicht hier so für das Thema Shorten unbedingt prädestiniert sind, aber weil du eben gerade das Thema Chance-Risiko-Verhältnis kurz angesprochen hast, man ist circa 2% vom Hoch entfernt. Das heißt, man könnte sein Risiko ungefähr so bewerten, dass man sagt, 2% vom Höchststand ist man entfernt, plus minus, und man spekuliert auf fallende Kurse. Mich würde es mal interessieren, welches Ergebnis hierbei rauskommt, weil wir auch sicherlich Menschen hier, Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die gerne die Short-Seite auch mal angehen. Und vielleicht können wir das mal in einer der zukünftigen Folgen mal aufgreifen. Mich würde es mal sehr stark interessieren. Also da ich würde dich nochmal ansprechen, weil du natürlich immer für die Programmierung solcher Handelsstrategien ganz genaue Parameter brauchst. Und dann sprechen wir uns einfach nochmal ab. Aber das sollte eigentlich keine Schwierigkeit darstellen, also, das hier umzusetzen. Also ein Nutzen vielleicht für Sie, den Kanal hier zu abonnieren, so verpassen Sie in der Regel auch keine weitere Folge, und vielleicht sehen wir das mal auch in der Zukunft aus der anderen Perspektive. Ein anderes Thema, was du kurz angesprochen hast, und ich sehe es auch hier quasi im Fernsehen immer mehr, die Werbung zum Thema Thanksgiving, NFL, Football an der Stelle, und in Amerika ist das halt ein Feiertag, der auf einem anderen Level zelebriert wird. Und durchaus aber, und das aufmerksamere Menschen, die häufiger unsere Folgen hier in den letzten Jahren auch verfolgt haben, das Thema Thanksgiving findet immer auch hier saisonal bedingt eine Berücksichtigung statt. Was gibt es hier zu diesem Handelsansatz, zu dieser Idee Näheres zu sagen? Worauf, wenn man drüber stolpert, könnte man denn näher achten? Also bei Thanksgiving ist die Idee oder die Beobachtung, dass die Märkte, und wir machen es jetzt hier exemplarisch mal am S&P 500 fest, wie so oft, dass der S&P 500 dazu neigt, rund um diesen Feiertag anzusteigen. So, jetzt kannst du dir aussuchen, liegt es am Feiertag oder liegt es an der saisonalen Phase, in die dieser Feiertag immer reinfällt, denn er ist ja am letzten Donnerstag im November immer. Und dann sehen wir jetzt vom Grundsatz her, der November ist erstmal ein saisonal sehr starker Monat. Letzter Donnerstag im November würde auch bedeuten, okay, wir fallen auch in die Zeit zum Ende des Monats rein. Das heißt, auch hier gibt es ja schon eigene Handelsstrategien, Ansätze, Beobachtungen, dass diese Zeit rund um den Monatswechsel ein saisonal sehr starker Zeitraum ist. Also ich habe jetzt auch mal geschaut, muss das Rad ja nicht immer selbst neu erfinden und alles irgendwie selbst in eigenen Systemen und Programmierungen hinstellen. Da gibt es ja ganz viel im Netz, und ich habe mich hier mal bedient. Auf der Seite quantifiedstrategies.com ist ja auch unschwer zu erkennen. Und das ist jetzt einfach nur mal der Ansatz, der erstmal nichts mit Thanksgiving zu tun hat, sondern wo man einfach sagt, okay, ich handle immer nur dann und ich bin immer nur dann im Markt,
wenn es sich um den Monatswechsel handelt. Ja, also ein paar Tage vor dem Monatswechsel kaufen, ein paar Tage nach dem Monatswechsel verkaufen. Und das sieht ja an sich schon mal sehr gut aus. Und dann könnte es ja auch für Thanksgiving bedeuten, dass der Monatswechsel von November auf Dezember ein relativ guter Zeitraum ist. Und über welchen Zeitraum sehen wir jetzt hier diesen Chart? Weil im unteren Abschnitt ist das nicht. Ach so, weil da meine Leiste noch eingeblendet ist wahrscheinlich. Aber da du auf deinem Rechner ja die Grafik hast, würde ich sagen, auf der Tonspur. Ja. Ansonsten sind Sie natürlich recht herzlich eingeladen. Wir werden hier auch den Link reinsetzen. Können Sie gerne da mal auf die Seite draufgehen. Ja, ich meine, das ist seit 1960, aber ich kann es dir jetzt nicht hundertprozentig sagen. Kein Thema. Ich schau nachher nochmal rein, ob ich es überhaupt auf meinem Ausschnitt habe. Ansonsten, nee, warte, weißt du, was wir machen? Ich gehe jetzt einfach mal kurz auf die Seite. Den Link, den habe ich nämlich da. Das dauert mal 2 Sekunden. Und schau gerade mal. Ach so, nee, siehst du, da ist es auch abgeschnitten. Also ist auch abgeschnitten, okay. Da ist es auch abgeschnitten, aber auf dieser Bildseite ist es abgeschnitten. Ansonsten, auch das müsste ja möglich sein, das jetzt schnell hier rauszufinden. So. Falls nämlich der eine oder andere sagt, ja, das Ergebnis habe ich jetzt dieses Jahr nicht so eingefahren, ne, von 100.000 auf 8,05 Millionen. Ja, ja. Das ist dann wahrscheinlich mit Reinvestitionen der Gewinne. Ja. Aber, aber was man hier an dem Chartbild auch sehr schön sieht, Börse ist keine Einbahnstraße, gibt genug auch Jahre, wo es mal einen sogenannten Drawdown, also einen Kursrückgang, ja, auch in dieser Strategie gab. Aber auch das hier, es lohnt sich halt, bestimmte Zahlen oder bestimmte vergangene Werte auszuwerten und diese in die eigenen Gedanken mit einfließen zu lassen. Es gibt mal stärkere Kursanstiege und es gibt halt auch mal oder gab auch Jahre, wo es ordentlich gerappelt hat. Und da muss man sich einfach dessen auch bewusst sein. Von links unten nach rechts oben ist halt wirklich ein Langstreckenlauf und nicht ein Sprint. Ja, und das muss man sich vielleicht mal wirklich hier über die Zunge zergehen lassen. Und das ist auch der Nutzen, warum man mehrere Strategien auch hat. Denn es gibt Strategien, die gehen auf bei steigenden Märkten, bei fallenden Märkten oder in Seitwärtsmärkten. Und wenn sie einen Mix haben, laufen sie einfach unabhängiger durch die Gegend. Also ich kann dir sagen jetzt, wie lang es ist. Ich habe kurz nachgeschaut. Ich hatte sowieso schon Bedenken, dass wir heute ein bisschen zu lang werden. Deswegen, ich kürze das mal ab, ist seit 1960. Ja. Super. Also steht auf dem Bild, ist es wirklich abgeschnitten, aber auf der Seite, wir geben ja auch die Quellen an, dann steht es dann drin seit 1960. Super. Ja. Okay, so, wo waren wir stehen geblieben? Also jetzt ist natürlich die Frage, Thema Thanksgiving. Isoliert. Wie sieht es da aus? Und ich kann schon mal vorwegnehmen, also auch da sieht es relativ gut aus. Ich kann es direkt auch schon mal einblenden. Also wenn ich jetzt nur Thanksgiving nehme und sage, ich steige hier jetzt in oder zum Beginn der Black Week ein und steige am Ende der Black Week, also am Black Friday aus, dann ist das hier das Ergebnis. Sieht ja schon mal in der langfristigen Perspektive auch sehr gut aus. Wie gesagt, auch das ist hier jetzt seit 1960. Dann gibt es natürlich Erklärungsversuche, warum das so sein könnte. Und einer davon ist zum Beispiel, dass grundsätzlich vor Feiertagen institutionelle Anleger vielleicht etwas zurückhaltender sind. Erstmal abwarten, bis wieder, alle Marktteilnehmer, die so im Feiertagsmodus sind, an die Märkte zurückkommen, um einfach vielleicht ein paar fundiertere Kurse dann zu haben. Und daher könnten die Kurse dann in dieser Zeit mit weniger Volumen auch steigen. Und um den Monatswechsel herum ist es tendenziell so, dass eher mehr Kaufvolumen von zum Beispiel Privatanlegern in den Markt kommt und tendenziell die Kurse dann eher ansteigen, was ja auch, ja, nicht dafür spricht, aber was durch die visuellen Bilder hier unterlegt wird, ja. Und dieses Prinzip, das gilt ja auch nicht nur an Thanksgiving, wenn ich sage, das könnte rund um Feiertage so sein, sondern es gilt ja auch für andere Feiertage.
Und wir führen ja auch schon seit längerem ein sogenanntes US-Feiertags-Musterdepot. Da springe ich kurz mal auf die Plattform Stock 3. Ich greife mir ein bisschen vorweg auf die virtuellen Musterdepots. Ja, genau. Also ich meine, dieses Feiertags-Depot. Seit 5 Jahren schon wird das aktiv gepflegt an der Stelle, ja. Genau, und die Rückrechnung siehst du ja sogar seit bis nach 2003 hier hinein. Also das, was man hier sieht, ist dieses virtuelle Musterdepot, das halt wirklich nur rund um US-Feiertage, ausgewählte US-Feiertage, Thanksgiving ist logischerweise dabei, dann noch Ostern, Weihnachten, Independence Day und der Memorial Day. Also dass hier rund um diese Feiertage dann nur dann investiert ist. Und auch hier sieht man, okay, scheint ja an anderen Feiertagen auch ganz gut funktioniert zu haben in der Vergangenheit. Und da wird es natürlich dann auch wieder den Thanksgiving-Trade geben, der am Anfang der kommenden Woche umgesetzt wird. Ja, also logischerweise, wir erzählen das ja jetzt hier nicht, weil wir uns im Sommer befinden oder Anfang des Jahres, sondern unmittelbar vor Thanksgiving ist, glaube ich, der 28. Ja, der 28. Und dementsprechend wird der Trade hier am Montag umgesetzt. Also am 25. wird es hier in diesem Musterdepot den Einstieg geben. Ja, und wir werden auch darüber berichten an der Stelle. Ich freue mich auf jeden Fall. Und wir bleiben mal kurz in Amerika. Du hast das Thema runde Marken angesprochen und das ist sicherlich so etwas Psychologisches, so runde Marken zu haben, wobei der eine oder andere, da scheiden sich auch die Geister, gerne auch auf diesen Levels seine Stops setzt und dann sich wundert möglicherweise bei Kursrückgängen, so warum wird man ausgestoppt? Es ist so wie so diese berühmte Herdplatte, wo man weiß, man verbrennt sich da vielleicht die Finger, aber der eine oder andere zieht dann halt doch gerne mal irgendwie drauf. Also lange Rede, kurzer Sinn. Runde Marke im S&P 500. Du hast eben erwähnt gehabt, 6.000 Punkte wurde geknackt und das ist etwas, was sicherlich zu Jahresbeginn der eine oder andere nicht so greifbar hatte. Ich persönlich auch nicht. Und wie geht es nun weiter? Wie war die Entwicklung in der Vergangenheit? Was konnte man denn da feststellen, wenn man runde Marken erklommen hat? Auch hier wieder aus gegebenem Anlass. Der S&P 500 ist erstmals in seiner Geschichte seit unserem letzten Talk in der vorigen Woche auf über 6.000 Punkte geklettert. Mhm. Und ja, es ist ja oftmals so, ne, wenn du solche runden Marken im Kopf hast, dann liegen da ja oftmals vielleicht irgendwelche Kursziele und du sagst, naja, bis dahin und dann steige ich vielleicht aus. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, okay, dann steige ich ein bei so einer runden Marke, aber fühlt sich ja irgendwie komisch an, auf so einem absoluten Hoch dann einzusteigen. Und die Frage ist, okay, was ist denn in der Vergangenheit danach passiert? Ja, sind da wirklich die Kurse abgesackt, weil viele verkauft haben auf dieser runden Marke, weil Kursziele dort gesetzt wurden, oder sind die Kurse weiter gestiegen? Und ich habe einfach mal ganz simpel im S&P 500 historische runde Marken angeschaut und einfach mal geguckt, okay, was ist in den 3 Folgemonaten passiert? Ja, also ganz konkret, jetzt geht es wirklich weit runter, ja, mit den Kursmarken. Ich habe angefangen bei 50 Punkten, ja, dann bei 100, 200, 500 und dann die Tausender, ja, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 wissen wir noch nicht, was danach passiert, nur ein paar Tage. Und jetzt können wir uns gerne mal anschauen, wie sieht das jetzt in der Performance-Kurve aus? Naja, also das ist jetzt schon erstmal die Idee davon, dass es ja ganz gut gewesen ist in der Vergangenheit, weil ich sehe, die Performance-Kurve steigt, aber es macht natürlich keinen Sinn, jetzt nur um diese runden Marken herum zu handeln. Ja, das ist natürlich, da ist man ja viel, viel zu wenig Zeit hier unterwegs an den Märkten. Aber insgesamt, ja, sind es 9 Ereignisse, die wir angeschaut haben. 8-mal war es positiv. Und ich habe gesagt, ich setze jedes Mal hier 100.000 US-Dollar ein. Ja. Und im Schnitt sind dann in den 3 Monaten nach dem erstmaligen Überschreiten dieser runden Marke, ist der S&P 500 dann im Schnitt ungefähr 6,2% gestiegen. Das kann ich nochmal ganz konkret machen, finde ich vielleicht sogar noch spannender. Und das sind jetzt hier die Ereignisse, ja. Also im Prinzip
von unten nach oben mit den Daten, wann war das Überschreiten von 50, 100, 200, 500 und dann den Tausender-Marken mit den entsprechenden Prozentsätzen der Wertsteigerung oder hier halt einmal 2019 des Wertrückgangs in den 3 Monaten danach. Und dann, ja, siehst du ja auch, ja, also das sieht ja eigentlich ganz vielversprechend aus für die jetzigen 3 Folgemonate nach dem Überschreiten der 6000er-Marke. Und was man auch sagen muss, ich meine, das war jetzt auch nicht unbedingt ein saisonal sehr guter Zeitraum 2019, dass wir hier Mitte Juli den Kurs, die runde Marke hier überschritten haben müsste. Boah, was war das? 4000? Februar 24 war 5000, 4000, 3000, ja. Mhm. Also die 3000-Punkte-Marke wahrscheinlich, ich hoffe, ich liege jetzt richtig mit der 3000-Punkte-Marke überschritten haben. Und war natürlich ein saisonal super schwacher Zeitraum, dann in August, September bis Mitte Oktober reinzukommen. Und dann, dafür sind wir ja aber auch in Anführungszeichen nur 1,5% ungefähr gefallen. Und im Vergleich zu den Anstiegen nach den anderen runden Marken ist das ja wirklich verschwindend gering. Also ja, gibt ja einige Gründe, die jetzt dafür sprechen könnten, dass wir vielleicht nochmal bis in die nächsten 3 Monaten höhere Kurse sehen. Ja, wir lassen das Bild ein bisschen auf uns wirken, aber Sie haben deutlich gesehen gehabt, 9 Signale, 8-mal erfolgreich, 1-mal Verlust, das ist zu wenig an Datenmaterial, um dann jetzt zu sagen, okay, wie könnte das knapp in 3 Monaten dann sein? Aber mit solchen Effekten beschäftigt man sich und lässt ihnen die Überlegungen mit einfließen und analysiert möglicherweise auch, was war im Jahr 2019 der ausschlaggebende Punkt. Da kann es ja geopolitische oder auch entsprechende andere Ereignisse gegeben haben, die dazu geführt haben, dass das einfach zu diesem Zeitpunkt hier etwas unter die Räder gekommen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen rüber zu den virtuellen Musterdepots, Ramon, und du hast das Thema US-Feiertagsdepot schon kurz angerissen gehabt. Ist ein Thema, mit dem wir uns schwerpunktmäßig, glaube ich, nächste Woche nochmal intensiver beschäftigen wollen. Aber der Klassiker ist das Divergenzen-Musterdepot an der Stelle. Was gibt es hier zu berichten? Gibt es hier Updates? Gibt es hier neue Statusmeldungen? Was kannst du uns hier mitteilen? Ja, da habe ich gar nicht viel zu sagen. Also wir können es uns gerade mal anschauen. Es hat sich aber seit letzter Woche einfach nichts getan, weil sich das Musterdepot hier komplett der DAX-Volatilität entzieht. Also es gab keine Bewegung im Musterdepot, keine offenen Positionen, nichts Neues. Wir hatten auf der Watchlist Mercedes-Benz und Merck. Da haben sich beide potenziellen Signale erledigt. Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr draufschauen. Kommt ein neuer Kandidat auf die Watchlist, das ist die Adidas, und dabei würde ich es ehrlich gesagt dafür heute belassen, weil, ja, wenn sich was tut, würde ich mich einfach dazu dann zu gegebener Zeit nochmal melden. Auf jeden Fall sparen wir die Lebenszeit für die nächste Folge. Möglicherweise haben wir hier ein Signal oder mehrere Signale, die wir dann gerne hier etwas näher auch im Chart uns anschauen. Ramon, du bist ja als Social Trader ja aktiv. Warst oder bist nach deiner Tätigkeit hier bei Fledex sehr viel in den sozialen Medien präsent und aktiv, punktuell auf LinkedIn, diverse Beiträge, die du hierbei postest und auch kommentierst von anderen Expertinnen und Experten. Und für ein Thema bist du ja auch bekannt, Stichwort Quantissimo. Wie ist da der Status? Was gibt es da Neues zu berichten in diesem virtuellen Musterdepot? Ja, auch nicht viel Neues im Vergleich zu letzter Woche. Also die Ausgangssituation ist identisch. Wir haben 80% Investitionsquote im S&P 500 und 20% im Geldmarkt unterwegs. Ich hatte es angesprochen, wir haben eigentlich eine gute Phase von den Rahmenbedingungen her. Und für den nächsten Ausstieg würde das nächste oder das alte Hoch vom S&P 500 herhalten müssen. Da sind wir jetzt noch ein Stückchen von entfernt. Bei 6.017 Punkten ungefähr haben wir uns gerade angeschaut. Und ja, was wahrscheinlich eher wieder in den Fokus rückt, und das passt dann auch zur Thanksgiving-Geschichte und zur Monatswechselgeschichte. Zum Ende des Monats kann es dann wieder ein Einstiegssignal geben für diesen Geldmarktteil, also für die restlichen
20% kann man sich auch hier anschauen. Ja, also der obere Bereich ist S&P 500 ETF, der untere Bereich Geldmarkt ETF. Und der würde dann quasi geswitcht werden zu einer 100%igen Positionierung im S&P 500. Und das wäre ein Signal aus meinem sogenannten, ja, ich nenne es High-Out-Handelssystem, weil es einfach mit Hochs aussteigt. Das kann man sich historisch hier auch nochmal anschauen. Also wie gesagt, das ist ein Backtest über viele Jahre und keine Garantie für die Zukunft. Ja, also bei weitem keine Garantie für die Zukunft, aber historisch hat es natürlich sehr, sehr gut ausgesehen in diesem Handelssystem. Und da werden wir mit höchster Wahrscheinlichkeit auch zum Ende des Monats oder zum Beginn der kommenden Woche einsteigen. Das würde sich vom Einstieg her decken mit dieser Thanksgiving-Geschichte. Würde ja einfach passen. Ja, also Monatsultimo, saisonal guter Zeitraum für steigende Kurse haben wir besprochen. Trade rund um Thanksgiving haben wir besprochen. Jahresendrally, Weihnachtsrally haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Und von daher bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass wir hier noch ein paar Tage mit steigenden Kursen sehen könnten. Ja, und mit diesen Worten sage ich erstmal vielen Dank wieder für diesen Gedankenaustausch, für das Teilen deines Bildschirms und deiner Überlegungen an der Stelle, Ramon. Und wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns gerne eine Daumenbewertung oder auch einen Kommentar. Wir würden uns über beides sehr freuen. Ansonsten dir, Ramon, Ihnen da draußen und mir indirekt natürlich dann auch, wünsche erfolgreiche Börsentage. Freue mich auf die nächste Folge. Machen Sie es gut. Haben Sie eine gute Zeit. Keine Anlageberatung. Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken.